Liebevollig ist euer Steinwall. Und wir haben hier ziemlich verbrannte Erde hinterlassen an den Ufern des Kreisch. Aber wir merken auch, unsere Armee ist strukturell eigentlich nicht in der Lage, einen Offensivkrieg zu führen, hier erfolgreich, im Moment zumindest. Wir müssen uns zurückziehen. Verteidigen werden wir uns sicher erfolgreich können, aber so richtig in die Offensive gehen können wir nicht. Hier unten bin ich auch gespannt, weil hier sind die Malis noch mit am Start. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr reißen. Wobei auch hier die Kanadier kommen hier auch schon mit ihren eigenen Einheiten. Na gut, da bin ich gespannt. Also das könnte mit Kumbisali eher klappen, zumal hier auch noch eine Kanone in der Flanke uns hilft. Wir werden hier, glaube ich, gleich mal diese schwarze Armee, oder wie die heißt, erledigen. Genau. Und ich hoffe, dass er nicht an uns angeht, sondern hier gegen die Kavallerie angeht. So, mit Süleyman war ja Frieden. Das ist wichtig. Und wir gucken mal, was wir jetzt hier mit den weiteren Einheiten machen. Hier werden wir nochmal plündern. Hier können wir sogar die Straße plündern. Ich bin mal kurz am Gucken. Zweimal können die schießen. Riskieren wir das jetzt? Wir haben Leben 81. Werden die zweimal uns kaputt machen können? Ich glaube nicht. Wir werden erstmal die Straße plündern. So, hat das irgendwie... Das müsste doch auch ein bisschen Geld geben, ne? Na, ich hoffe 50 oder so. Gut, jetzt aber, jetzt heißt es sich hier zurückzuziehen. Können wir irgendwie so weit vorgehen, dass wir von den gegnerischen Einheiten was treffen, ohne selbst getroffen zu werden? Ich glaube nicht, nein. Das ist nicht der Fall. Dann gehen wir erstmal hier zurück über den Fluss und mit der Truppe stellen wir uns hier hin. Ja. Gut, und gehen in Bereitschaft. Und hier könnten wir noch einen Tick zurückziehen, aber wir können hier auch stehen bleiben. Ich denke, das ist besser. So, hier wollten wir nochmal nächste Runde abwarten, um dann nochmal zu plündern. Und hier unten ist jetzt der Moment gekommen, wo wir das Freilichtmuseum bauen. Hervorragend. Gut, hier wollte ich ja gerne. Aber wollen wir uns das jetzt noch leisten? 215. Weil wir müssen ja upgraden. Das ist ja wichtig. In zwei Runden. Eigentlich brauchen wir viel Geld. Ach komm, wir machen es trotzdem. Wir machen das trotzdem. Und können jetzt hier noch den Steinbruch modernisieren. So. Jetzt ist hier die Situation allerdings ein bisschen knifflig. Ich hoffe, die Osmanen können uns jetzt hier irgendwie helfen und uns vor den Barbaren beschützen. Plötzlich sind wir hier wieder gute Freunde, gewissermaßen. Na gut, dann haben wir unseren Teil hier erledigt und gehen weiter. Das tun wir nicht, sondern... Ach so, hier ist er endlich da, um... noch einmal eine Farm zu bauen. Sehr gut. Hier unten ist Francis Drake angekommen, aber ja. Ich meine, wir werden jetzt unser Schiff, das irgendwann vielleicht hier in Lissabon ankommt. Ach, schaut mal, hier kann man durch. Vielleicht werden wir Francis Drake eigentlich auf dieser Seite einfach stationieren. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Ja, machen wir das mal. Irgendwann werden wir ihn sowieso hier einsetzen für seine Spezialfähigkeit. Bringen wir ihn mal nach Ystad. 14 Runden braucht er da. Und gehen jetzt in die nächste Runde. Oha. Die Mali-Reiter gehen aber weit vor. Greifen hier die Kanone an. Gar nicht schlecht. So, er will uns die Kunst des Krieges abkaufen. Das lehnen wir natürlich ab. Ich kann mir vorstellen, dass er das jetzt... Oh! Wo kommen die denn plötzlich so schnell her? Verdammte Axt. Oha, mit denen habe ich ja nun gar nicht gerechnet. Damit habe ich allerdings gerechnet. Diese blöde schwarze Armee, die nervt. Die ist ja mega schnell. Hm.
Und Hattusha ist wirklich ein Totalausfall. Also mit ihren Schwertkämpfern, ich weiß nicht, manche sind sehr, sehr fortschrittlich, manche Stadtstaaten, manche bleiben wirklich zurück. Was ist hier los? Allianzstufe ist gestiegen mit Mansa Musa. Hervorragend. Inwiefern profitieren wir davon? Was bedeutet das? Gucken wir uns das nochmal an. Stufe 2. Plus 15% Produktionsbonus für Militäreinheiten, wenn ihr oder euer Verbündete im Krieg seid. Das ist sehr gut. Da werden wir dann nochmal schneller. Gut, dann haben wir das gesehen. Dann müssen wir hier oben erstmal reagieren. Ja, wir müssen uns hier zurückziehen. Das hilft nichts. Ach, das ist auch noch ein Chor. Das ist ein Ritterchor. Tja, genügt das? Das ist die große Frage. Wir sind eigentlich nicht so richtig gut dabei. Wir werden hier nochmal die Plünderung durchziehen. Und dann mal gucken, dass wir mit unseren Musketieren hier irgendwie die Stellung halten. Vielleicht hier hinziehen, um die zu beschützen. Und einmal dort rauffeuern, würde ich sagen. Ja, das hat doch schon ganz gut Schaden gemacht. Minus 34, wow, mehr als ich dachte. Okay, das heißt, wenn sie jetzt hier angreifen, würden sie über den Fluss angreifen. Das sollten sie sich gut überlegen. Ich denke, die Gefahr ist damit erstmal gebannt. Hier können wir uns sogar noch zurückziehen, nachdem wir geplündert haben. Das ist hervorragend. Dann sind wir jetzt eigentlich in einer recht komfortablen Situation. Gehen wir erstmal wieder aufs eigene Gebiet. Allerdings offensiv können wir jetzt nicht mehr agieren. Und auch hier... auch hier wird das schwierig. Normalerweise müssten wir jetzt hier helfen, aber diese Musketiere bedrohen uns natürlich mächtig gewaltig. Zumal wir angeschlagen sind. Ich würde mal sagen, wir gehen eher auf Nummer sicher. Auch wenn das jetzt unsere Verbündeten verfluchen werden. Aber da will ich nichts riskieren. So, wir haben noch zwei Sachen, die wir machen können. Ich tendiere dazu. Ich würde gerne hier noch ein Feld... Ach, schaut mal. Hier, da können wir... Das können wir abholzen. Da profitieren wir um einiges von. Und jetzt ist die Frage, wie machen wir hier weiter? Was macht unser Handwerker hier noch Sinnvolles? Ich tendiere fast dazu, hier wirklich ein Sägewerk zu bauen. Winnipeg, so stark ist das nämlich hier nicht mit der Produktion. Ja, stärken wir noch ein bisschen die Produktion und bauen hier mit der letzten Ladung noch ein Sägewerk. So, hier hinten haben wir uns ein bisschen zurückgezogen und werden uns jetzt erstmal hier bis zur Heilung verschanzen. Oh, und da geht's schon wieder in die nächste Runde. Schneller als erwartet. Okay, also dieses Reiterchor hat sich echt weit vorgewagt. Ich weiß nicht, ob das so cool ist. Vielleicht ist es aber auch so eine Art Ablenkung. Ja, das war nicht so gut gemacht von den Malis. Von den Malinesen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt. Ein Spion haben sie auch da stehen, wie man sieht. Und bei uns hier oben. Aha, der ungarische Ritterchor, der geht jetzt auf Hattusha. Aber ich glaube, auch wenn Hattusha schwach ist, gegen den werden sie sich wehren können, wenn nicht helfen. Man kann natürlich vermuten, was passiert ist, aber darüber spekulieren wir erst, wenn die Ballistik es bestätigt. Genau, und jetzt sind wir in der Situation, dass wir gehen können. Die Feldkanone wird uns sehr helfen. Und der Kürassier, ich weiß gar nicht, ob wir irgendwo eine schwere Kavallerie haben. Werden wir sehen. Und wir haben hier sogar eine Beförderung. Achso, weil ja die... Ja, sehr gut. Diese wunderbare Bombarde ist jetzt fertig. Und jetzt ist die große Frage. Wie lange braucht sie hier noch? 3 Runden. Ah. Ist das hier realistisch, dass wir Kumbisali attackieren können? Ich meine, die kanadischen Renner sind hier schon durchgelaufen. Ja, ich glaube, ich tendiere... Ach, es ist schwierig. Ich überlege halt, ob ich jetzt die Bombarde die hier hochschicke oder die hier hochschicke. Na, auf jeden Fall geben wir erstmal, glaube ich, die Beförderung. Kartätscher.
Tja, ich würde, glaube ich, gerne die Projektile haben. Kampfstärke gegen Bezirkverteidigung. Wobei Kampfstärke gegen Landeinheiten gerade hier unten eine ganz gute Sache ist. Nee, ich will Kartätsche. Dann schicken wir sie da runter, dann passt das besser. Welcher Vulkan? Ah, der ist inaktiv. Okay, der ist komplett inaktiv. Wow, das ist ja überraschend. Wird das hier auch nochmal angezeigt, wenn man rüber geht? Kann man sich das merken? Nee, muss man sich merken, meine ich. Gut, die nächste Forschung muss gewählt werden. Und auch hier gehe ich, glaube ich, nochmal in den militärischen Bereich, indem ich Militärwissenschaft mache. Ansonsten würde ich gerne hier in Richtung Dampfmaschine und Elektrizität gehen, damit wir vielleicht gleich mit Öl anfangen bei Elektrizität. Aber wir machen das noch vorher, denke ich. So, wir haben in Uppsala gebaut eine Carolina-Einheit. Und ich denke, wir werden nochmal... Ja, ich denke, wir werden hier nochmal... Was machen wir denn? Kürassier vielleicht, den haben wir noch gar nicht. Nochmal eine Militäreinheit bauen, denke ich. Ja, so, dann ist hier die Bombarde abgeschlossen und ich tendiere dazu, tatsächlich eine zweite Bombarde zu bauen. Vier Runden ist relativ zügig. Hier ist der Theaterplatz gebaut, hier werden wir keine Einheiten bauen, sondern jetzt erstmal das Amphitheater nachziehen. So, und jetzt geht's um die Einheiten, wie wir hier weiter vorgehen. Ich würde ja gerne die da oben erledigen. Wie machen wir das am besten? Die muss erstmal sich heilen. Hier sind wir nicht im eigenen Gebiet. Das heißt, hier müssen wir uns definitiv zurückziehen, um das Upgrade zu bekommen. Und mit den Musketieren gehen wir dann nach vorne, würde ich sagen. Vielleicht können wir hier nochmal helfen. Aha, da kommen schon die gegnerischen Musketiere. Okay. Okay, vielleicht können wir mit den Rennern auch was agieren. Oh ja, schaut mal. Wow. Allerdings würde ich gerne von... Okay, das war jetzt total blöd. Da hätte ich das hinkriegen können. Ah, okay, das war Mist. Das war Mist. Ich dachte, ich gehe hier ran, war aber Unsinn, weil wenn ich siege, ich sowieso auf dieses Feld ziehe. Okay, das war ein Fehler, ist aber nicht so schlimm. Bleiben wir hier. Ja. Mal gucken. Kann sein, dass die Musketiere unsere Renner angreifen. So, dann werden wir hier jetzt eine Feldkanone verbessern. Sehr gut. Und der Carolina nimmt hier unten, glaube ich, erstmal wieder Stellung. Oder glauben wir in nächster Zeit an einen Angriff hier auf Pest? Naja, doch, behalten wir dort mal Stellung. Ist okay. So, jetzt ist die große Frage. Der setzt uns leider hier nach. Was mich ärgert. Kommen wir erstmal mit unserem Carolina hoch. Anstatt dass andere hier uns mal helfen und denen in den Rücken fallen. Ich ziehe mich weiter zurück. Wir wollen ja auch hier ein Upgrade haben. Wobei, das hätte ich jetzt vielleicht machen können. Na, obwohl, wäre dann auch nicht ganz sicher gewesen, ob wir überleben. Gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Wie viele Runden haben wir noch? 24 Runden, um die Stadt einzunehmen. Und einige Einheiten stehen dort schon. Gut, er zieht Gott sei Dank sein Chor zurück. Das ist sehr weise. Aber ich frage mich, er müsste... Ja. Jetzt werden unsere leichten Reiter dort angegriffen. Oha, aus zwei Richtungen. Aber haben damit die Ritter dort besiegt. Und sollten auch überleben. Okay, insofern war der Fehler nicht ganz so dramatisch. Hab ein bisschen was abgefangen. Und Hattusha ist dort oben in Gefahr, wie ich sehe. Aber andererseits, sie haben ihre Pikeniere jetzt zurückgebracht. Und können sich, glaube ich, ganz gut verteidigen. Das sollte natürlich für unsere Priorität dort oben. Finden wir ständig Details über die wundersame Anpassung von Tieren an ihre Nahrung, ihre Gewohnheiten und die Orte, an denen sie zu finden sind. Gut, und das heißt, wir können hier einiges Neues bauen. Ein Zoo, die Eremitage, ein Riesenrad, benötigt aber Wasserpark, ein Aquarium benötigt ebenfalls Wasserpark, das ist noch so ein Thema. Und das ist sozusagen der neue Bezirk. Das ist natürlich hochinteressant für Visby. Das werden wir auf jeden Fall forcieren.
Und, insofern, obwohl, da kann man, glaube ich, nur diesen einen bauen, ne? Genau. Und Archäologe ist möglich. Und jetzt werden Altertumsstätten aufgedeckt und angezeigt. Und wir können wieder eine Politik ändern. Und ich glaube, ich lasse es aber erstmal so. Das passt jetzt sehr genau. Gut, wir haben 4 Altertumsstätten entdeckt. Hier unten, in unserem Bereich zumindest. Auf Wispy? Ich sehe jetzt gerade keine. Okay, da oben. Da. Na gut. Sehr schön. Und wir können irgendein Ziel angreifen. Aus Uppsala. Wer hat sich denn hier genähert, bitte? Ah. Sehr gut. Hervorragend. Jetzt sind wir in der Lage, hier zu kontern, denke ich. Jetzt können wir, glaube ich, stehen bleiben mit gutem Gewissen. Oder wir machen jetzt die Feldkanone draus. Ja, wir erledigen ihn nicht, sondern nur fast. Wisst ihr was? Dann machen wir erstmal die Feldkanone. So, da haben wir noch einen Bonus bekommen. Und wir müssen die nächste Ausrichtung wählen. Und jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt in Richtung Naturschutz oder erstmal Oper und Ballett? Oder lassen wir das aus? Urbanisierung ist natürlich hochinteressant mit den Wohnvierteln. Lassen wir das mal. Nehmen wir das mal mit. Gut, hier ist die Schiffswerft gebaut. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier kein Wohnraumproblem. Annehmlichkeit plus 1, Wasserpark ist hier insofern jetzt nicht mehr das Thema. Aber wie wäre es mal mit einer Freiheitsstatue in Ystad, weil wir hier durch den Abholzen des Waldes in Kombination mit Gouverneur Magnus sehr viel Produktion bekommen. Wisst ihr was? Lasst uns das mal riskieren. 35 Runden. Kann man das hier noch ein bisschen forcieren? Ja, 34. Ja, aber das bringt nicht viel. Der hat noch wie viel? Der hat noch 2 Ladungen. Wir können hier noch ein Feld kaufen und noch einen Wald abholzen. Na los. Wald gegen Freiheitsstatue. Machen wir das. Ich finde, das passt sehr gut zu Schweden. Okay, dann ziehen wir das auch gleich durch. 159 heißt, 5 Runden haben wir dadurch gewonnen. Ich habe natürlich nicht aufgepasst, ob irgendjemand anders noch an der Freiheitsstatue arbeitet. So, dann werden wir hier dann noch den Wald abholzen. Da haben wir nochmal 5 Runden gespart. So, wir haben wieder Gesandte bekommen. 3. Wie machen wir weiter? Wir könnten hier jetzt Kultur in Amphitheater nehmen. Das finde ich gut. Sind wir irgendwo im Bereich, Suzerän zu werden? Ich guck mal kurz. Unwahrscheinlich. Valletta, können wir mit den Kanadiern konkurrieren? Das will ich aber nicht. Brüssel. Brüssel ist interessant. Was haben die für einen Bonus? Eure Städte erhalten plus 15 Produktion für Wunder. Wow, das ist natürlich jetzt super schön. Da könnten wir jetzt sogar riskieren, alles reinzusetzen. Gerade jetzt beim Wunderbau. Okay, das ist natürlich ein bisschen riskant, weil andere uns irgendwo ausstechen können. Aber Leute, kommt. Das geben wir jetzt mal ein. So, und damit sind wir jetzt Suzerän von Brüssel und sollten eigentlich jetzt hier nochmal schneller die Freiheitsstatue bauen können. Okay, unsere Feldkanone. Die werden wir in den Norden ziehen, weil dort spielt die Musik. Schöpping ist, glaube ich, nicht in Gefahr. Und hier müssen wir jetzt gucken. Die werden wir jetzt mal zurückziehen. Und irgendwo heilen lassen. Vielleicht in Malmö. Und hier könnten wir angreifen. 70 gegen 55. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Machen wir das. Okay. Achso, verdammt. Das habe ich gar nicht gesehen. Wir haben noch einen Schuss frei. Das hätten wir natürlich vorher machen müssen. Na gut. Immerhin erledigt die Einheit. Und hier bitte bis zur Heilung verschanzen. So, jetzt ist die Bombarde hier am Start. Und die Idee war ja, dass wir hier in den Süden ziehen, um zu helfen, Kumbisalé zu erobern. Und ich denke... Achso, das Problem ist, dass dieses verdammte Ding hier davor steht.
Ja, dann würde ich sagen, machen wir Folgendes. Wir werden jetzt diese Armbrustschützen verbessern und werden jetzt einen koordinierten Angriff auf dieses Lager durchführen, um hier erstmal unsere taktische Situation zu verbessern. Gut, die Bombarde bringen wir dementsprechend noch nicht direkt in Stellung, würde ich sagen. Aber wir können sie auch nicht näher ranbringen, ne? Da würde die Bombarde dann schon angegriffen werden. Das gefällt mir nicht. Ist jetzt alles ein bisschen blöd. Da warten wir leider noch eine Runde. Geht nicht anders. Ja, wir sollten überhaupt mal gucken. Obwohl, Geld haben wir jetzt nicht mehr. Das hat genau gepasst. So, die Carolina. Aha, hier haben wir tatsächlich weiterhin unsere Gegner. Achso, wir können hier. Haben wir hier schon geschossen? Das war alles diese Runde. Dann greifen wir an und erledigen hier den Gegner mit unserer Spezialeinheit. Ja, denkst du, dass wir ihn erledigen? Er überlebt noch gerade so. Hier hatte ich gesagt, wollte ich das Sägewerk bauen. Oder wir ziehen ihn nachher auch noch hier rüber, um den anderen Wald noch zu fällen. Den man natürlich auch noch kaufen muss, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ach nee, komm, wir lassen das mal hier. Sägewerk. Ah, schaut mal, wir sind bei 25. Ich glaube, das ist jetzt der Unterschied gewesen durch unser Suzerän-Status. 4 Runden hat das gebracht. Das heißt, wenn wir hier nochmal den Wald fällen, sind wir bei 19 Runden. Und dann wird es schon interessant. Meines Erachtens. Gut, gucken wir nochmal an, was der Gegner macht. Oder haben wir noch irgendeine Einheit, die wir vergessen haben? Aber ich finde Kumbisali, also zumindest der Aufmarsch hier, der sieht schon beeindruckend aus. Könnte mir vorstellen, dass das was wird. Wir gucken mal an. Oh, schaut mal, wir liegen vorne hier bei dem Notfall. Das ist doch erfreulich. Und wie sieht es eigentlich aus bei dem Nobelpreis-Ding? Ja, da liegen wir auf Platz 2, was auch okay ist. Unser Bündnispartner liegt vorne. Ne, wir haben also hier noch eine Einheit vergessen. Lissabon ist jetzt kein Thema mehr. Ich meinte, vielleicht können wir von hier aus noch irgendwen erreichen. Wir fahren mal dorthin. Gut. Und jetzt gehen wir nicht mehr in die nächste Runde, sondern das sparen wir uns dann auf für die nächste Folge. Wer hätte es gedacht? Also, bis dann, macht's gut, euer Steinball.